Sugata Mitra hat ein fantastisches Experiment gezeigt in Indien, als er die sogenannte Cloud Nanny erfunden hat. Das waren 200 Damen, die er über Skype-Technologie zugänglich gemacht hat, verschiedenen Kindern in verschiedensten Schulen, in verschiedensten Gesellschaftsformen der Welt, also entwickelte Ökonomien und unterentwickelte Ökonomien. Was passierte war, dass die Kinder, die den Zugang hatten über Skype zu genau diesen Cloud-Nannies, die nichts anderes getan haben, als die Kinder dabei zu ermutigen, sich nochmal der Aufgabe zu stellen, nochmal zu erklären, was sie jetzt gerade gelernt haben, also ganz inhaltsfrei, war zu erkennen, dass 25% schnellerer Lernerfolg da war, als bei den Kindern, die das nicht haben. Dort ist eine einfache Technik genutzt worden, um Zutrauen, Ermutigung zu erzeugen, die wir in der heutigen Welt manchmal bei all der vielen Technik erstens vergessen und zweitens ungenutzt lassen. Zu was? Es wäre doch fantastisch, wenn wir Technologie genau in solchen einfachen Formen und durchaus sehr viel komplexeren Formen dazu nutzen würden, nicht zu vergessen, dass es nicht eine rein logisch-intellektuelle Leistung ist, sondern dass wir als Menschen aus mehr bestehen. Und dafür, glaube ich, haben wir in Deutschland sehr viele Fähigkeiten, das auch in Technik zu übersetzen, in eine Plattform, die wir dann nutzen. Da, glaube ich, da versäumen wir hier noch ein bisschen was, zu sehen, was da draußen in dieser Welt los ist. Und wir denken, wir müssen erst alles fertig haben und dann können wir mal irgendwie anfangen. Dieser Mitra, wenn Sie wüssten, wie der angefangen hat, der wusste nicht, wo er 10 Jahre später stehen wird. Der hatte eine Softwarebude in Mumbai und hat sich gefragt, warum bestimmte Leute aus seinem Team immer wieder bestimmte Probleme hatten. Und dann ist er mal rumgezogen in die Schulen, direkt in Slum um die Ecke und fing halt an, darüber nachzudenken. Der war Unternehmer. Sicher ein gebildeter Unternehmer, ja, aber nach und nach hat er verstanden, wo vielleicht die Wurzeln der Probleme sind, kam übrigens zu dem Schluss, dass die Lehrperson und deren Motivation 80% für den Lernerfolg relevant sind im Vergleich zu den 20 restlichen. So, und dann fing er an, sich zu fragen, wie kann ich denn diese 80% irgendwo anders hinbringen, weil in die ganz schlimmen Gebiete, in Indien oder wo auch, oder auch gibt es ja in Deutschland auch, da will ja dann kein Lehrer hin. Also wird es ja nur noch schlimmer. Also erst recht kein Guter. Was mache ich also? Und dann fing er an, zu überlegen, wie er sein Technikverständnis nutzt, pädagogische Prinzipien zur Wirklichkeit kommen zu lassen.